hat Wasserski ausprobiert. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Ich habe fertig gemacht, weil wir gehen heute schicker essen, denke ich. Mein Freund hat was reserviert. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Oh mein Gott. What just happened? Oh, heute ist noch was richtig Cooles geplant. Und zwar haben wir so eine Whale Expedition, heißt es. Wir versuchen, Wale zu sehen. Richtig cool, ich freue mich voll. Hallo, ich dachte, ich filme jetzt ab heute mal ein bisschen mit, weil ich bin einfach auf Mauritius. Und es ist so unglaublich schön und ich wollte es einfach festhalten, euch zeigen, aber auch für mich so ein bisschen festhalten, weil das ist ja so ein bisschen, ich habe es letztes schon mal gesagt, also ein bisschen wie mein digitales Tagebuch. Und ich dachte erst, ob ich nicht mitfilme und mal wirklich entspanne und nichts mache, aber kann ich nicht. Mir macht das ja auch voll Spaß und ich will es euch einfach zeigen, weil ich komme wirklich nicht drauf klar, wie schön es hier ist. Es ist halt wirklich so eine Mischung zwischen Bali und Malediven, würde ich jetzt mal so sagen. Und wir sind jetzt schon 3 Tage hier. Die ersten Tage war es voll schön mit dem Wetter. Gestern hatten wir richtig Pech, weil es halt eine tropische Insel und hier ändert sich das Wetter voll schnell. Oder es regnet mal so 10 Minuten, schüttet voll und danach ist die Sonne wieder draußen. Aber gestern war nicht so super Wetter und ich musste einfach ein paar Sachen erledigen. Ich habe ein paar Sachen geshootet, habe was für die Steuern gemacht. Das ist nämlich jetzt auch alles auf den letzten Drücker, aber egal. Aber heute ist wieder die Sonne draußen, es ist so wunderschön. Und ich habe jetzt schon mein Bikini an und so ein Hemd drüber und lege mich jetzt gleich draußen hin. Ich wollte euch mal unsere Aussicht zeigen. Schaut mal, wie wunderschön. Da ist halt einfach direkt das Meer. Und da hinten lege ich mich gleich hin. Na, schaut mal, wir haben sogar so eine Schaukel und es ist einfach mega, mega schön hier. Wir sind hier gerade im Botanischen Garten und wir haben gerade schon so riesen Spinnen gesehen, das war so eklig. Aber schaut mal, sieht voll schön aus hier. Wir laufen jetzt ein bisschen rum. Ich wollte euch ein bisschen mitnehmen. Wir sind jetzt in einem anderen Hotel hier angekommen. Es ist wirklich mega schön hier. Ich will euch mal unser Zimmer zeigen. Schaut mal. Ist doch voll groß. Und da hinten ist direkt schon das Meer. Und auch das Badezimmer ist voll der Traum. Hier kann man sich auf jeden Fall voll gut fertig machen. Das Licht, richtig nice. Hallo, wir sind jetzt im anderen Hotel auf Mauritius. Ich weiß gar nicht, wie viel ich mitgefilmt habe. Aber es ist so schön hier. Ich habe es euch ja schon mal ein bisschen gezeigt. Ich musste gerade noch was abgeben. Nach einer Kooperation. Und jetzt bin ich ready. Ich zeige euch mal mein Outfit. Also ich habe einen roten Bikini, so ein rotes Hemd passend dazu an und einfach einen Shorts. Und ich lege mich jetzt vorne an den Strand. Ist so schön. Der Strand ist nämlich auch direkt hier. Wir hatten mal Booking gelesen, dass es eins der besten Hotels hier sein soll. Und auch als wir mit dem Taxifahrer hierher gefahren sind, meinte er so, oh, das heißt Prinz Maurice hier. Leider keine Werbung, keine Kooperation. Aber die meinten auch so, wow. Ah, Prinz Maurice. Ja, das ist so das Beste hier ist. Hat der auch gesagt, so, keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön hier aus. Ich habe später mir sogar eine Massage gebucht. Da freue ich mich so. Das gönne ich mir ab und zu im Urlaub. Für mich ist es richtig entspannt gerade sicher. Egal. Ja, ich habe diesmal auch kein Buch mitgenommen. Auch, weil ich eh so ziemlich Übergewicht hatte. Zum Glück musste ich nichts mehr bezahlen, aber nur weil die nett waren. Weil ich hatte 27 Kilo. Ja, sehr viel. Ich weiß auch nicht,
Der Koffer, ich muss sagen, ich habe auch so einen Aluminiumkoffer und der wiegt, glaube ich, allein so 6 Kilo oder so. Aber egal, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich habe auch viel zu viel Zeug dabei. Trotzdem, wenn ich dann noch Bücher mitnehme, wird es einfach zu viel, gerade weil ich im Urlaub eigentlich viel nichts mache und viel am Strand liege. Und da müsste ich wirklich so 3-4 Bücher mitnehmen und das geht ins Gewicht. Und außerdem finde ich es eigentlich voll entspannt, Hörbücher zu hören, weil dann kann ich einfach die Augen zuhaben und so ein bisschen chillen. Und da höre ich wieder alles auf BookBeat, habe ich euch ja schon öfters vorgestellt. Ich habe in den letzten 2 Wochen The Summer I Turned Pretty, die ganze Serie, durchgeschaut, also beide Staffeln. Und die dritte ist ja jetzt leider noch nicht draußen. Aber die gibt es als Bücher und ich habe schon das komplette dritte Buch durchgehört. Ich weiß nicht, was ich von ihr so halten soll, weil sie so zwischen den Brüdern die ganze Zeit springt, hin und her, aber egal. Trotzdem war das Buch echt cool und ich habe es echt gerne gehört. So, hier, so, also ich habe es durchgehört. Und jetzt höre ich gerade Verity von Colleen Hoover. Ich weiß nicht, ob ihr es da sehen könnt. Da sieht man immer, wie viel ich schon gehört habe. Und zwar 20%. Also mir fehlen noch 7 Stunden. Ich habe schon 2 Stunden gehört. Und sonst habe ich mir Freche Mädchen noch runtergeladen. Ich mag das auch so voll gern, einfach meinen Kopf ein bisschen auszuschalten. Und ab und zu schlafe ich dann vielleicht auch mal ein während dem Hörbuch oder so. Und dann, gerade bei sowas, ist es mir dann nicht so wichtig. Aber ich habe auch andere Bücher. The Subtle Art of Not Giving a Fuck wollte ich schon die ganze Zeit mir mal anhören. Ja, irgendwie meistens habe ich trotzdem eher Lust auf so entspanntere Bücher, wo ich ein bisschen abschalten kann. Oder ich höre auch voll gern Krimis. Ich kann die von Sebastian Fitzek eigentlich so alle empfehlen. Habe ich auch schon sehr viele gehört, auch so, wenn ich länger Auto fahre oder so. Und falls dich BookBeat irgendwie interessiert, es gibt ein Studenten-Abo und das kostet nur 4,99 € im Monat. Das habe ich nämlich auch. Lohnt sich echt. Bei BookBeat ist es nämlich so ein bisschen anders. Ich finde es eigentlich voll cool, weil normalerweise kauft man ja Hörbücher und wenn die einem nicht gefallen, dann hat man die halt gekauft und hört die trotzdem. Da könnt ihr überall reinhören und habt halt eine Stundenanzahl. Es kommt drauf an, welches Abo ihr habt. Bei dem für Studenten oder Studentinnen, da habt ihr 25 Stunden frei im Monat und könnt halt in über 800.000 Hörbücher so reinhören. Aber es gibt auch andere Abos. Ich verlinke dir das gerne alles mal in die Infobox. Ich habe sogar einen Code, der heißt Hannah Antonia, falls ihr es mal ausprobieren wollt. Das ist für das Basic Extend Abo. Also dann könnt ihr sogar 50 Stunden hören und ihr könnt es 2 Monate kostenlos einfach mal testen, was halt ultra cool ist, gerade jetzt im Sommer, hat man wahrscheinlich mehr Zeit. Ja, also verlinke ich dir gern. Und das Coole ist, du kannst die Bücher halt auch runterladen, offline hören. Gerade wenn man vielleicht am Meer ist, hat man nicht unbedingt Internet oder auch im Flieger oder so höre ich die. Du kannst sogar die Lesegeschwindigkeit einstellen, das, falls es zu langsam geht, dass du es schneller irgendwie abspielen lässt und so. Und es gibt voll viele Möglichkeiten und wirklich super, super viele Hörbücher. Ich lasse mich hier auch gern inspirieren. Hier steht dann zum Beispiel ähnliche Titel. Hier steht zum Beispiel mehr Hot Romance für mich. Dann lese ich mir das einfach immer durch und höre mal rein. Und wenn es mir gefällt, höre ich weiter. Wenn nicht, höre ich ein anderes Hörbuch. Also ultra easy und voll nice. Ja, okay. Und ich nehme das mit. Meine AirPods, eine Haarklammer, Cappy, falls zu warm wird und mein Akku blinkt perfekt. Aber egal, ich gehe jetzt mal an den Strand. Ach so, und Sonnencreme. That's a must. Und Schlappen. Die. Schaut mal, wir haben sogar so einen Außenbereich und ich bin gerade da rausgelaufen. Dann laufen wir hier lang und da vorne ist das Meer. Also ultra nice. Und die Anlage ist auch riesig. Es gibt so 3 Pools und so. Und auch 3 Restaurants. Also wir können uns auf jeden Fall aussuchen, wo wir hingehen. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich meinen Freund finde. Ich hatte vorhin eine Massage und die war wirklich so nice. Und jetzt habe ich geduscht, mich fertig gemacht. Das ist immer das beste Gefühl. Jetzt gehen wir essen. Ich habe so Hunger. Ja, aber that's my outfit. Sehr simpel. Irgendwie das Wetter ändert sich dauernd und abends ist es dann schon ein bisschen frischer mit dem Wind. Beziehungsweise ich friere halt auch immer ultra schnell. Andere haben Kleider an, aber ich bin halt eh so eine Frostbeule. Deswegen, naja, nichts Besonderes. Aber ich habe Hunger. Let's go. Ich habe
habe gerade Wasserski ausprobiert, zum allerersten Mal in meinem Leben. Und stand auf direkt, also einmal kann man so seitlich stehen, direkt am Boot. Da ist so ein Holzstab, an dem man sich festhalten kann. Und dann halt noch mit dem Seil. Und ich bin halt einfach direkt aufgestanden. Ich bin voll happy, dass ich das halt so hinbekommen habe. Weil ich wollte einen Point proven. Eigentlich wollte ich es nicht machen, ich wurde überredet. Und dann dachte ich so, okay, komm, ich probiere es aus. Und dann habe ich es einfach hinbekommen. Aber ich glaube, Wasserski ist auch nochmal viel einfacher als Wakeboarden. Vielleicht probiere ich das dann auch mal irgendwann nochmal aus. Geht auf jeden Fall auch ziemlich auf die Arme. Und sonst linke ich jetzt die ganze Zeit hier. Voll schön. Und man kann hier halt auch einfach jeden Wassersport machen. Umsonst. Also richtig cool, das ist irgendwie hier inbegriffen. Deswegen, wir können uns auch Kanus ausleihen. Ich weiß gar nicht, ob man tauchen kann. Da habe ich auch Lust drauf. Aber hier gibt es halt nur Tigerhaie. Was gibt es hier noch für Haie? Hammerhaie? Ja, auf dem Malediven gab es ja nur diese kleineren, ungefährlicher. Und ja, vor solchen Haien hätte ich auch ein bisschen Schiss. Na gut. Ich habe mich gerade fertig gemacht und dieses wunderschöne Kleid angezogen. Weil wir gehen heute schicker essen, denke ich. Mein Freund hat was reserviert. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Ich glaube, das ist ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Er hat die ganze Zeit so Andeutungen gemacht. Aber ja, that's my outfit. Ich werde frieren, weil abends ist es ja schon frischer. Aber ich habe das Kleid jetzt extra mitgenommen, extra abändern lassen, bis jetzt heute anziehen. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Let's go! Been knocking at your door. I know one thing for sure. So close before. Oh mein Gott. What just happened? Also, nicht der Ringfinger. Ganz kurz, es ist kein Verlobungsring, aber es ist schon ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Und es ist so schön. Ich hätte damit gar nicht gerechnet. Und auch das Restaurant war voll schön. Wir saßen auch direkt am Meer. Man hat es nicht gesehen, weil es halt schon dunkel war. Essen war super und der Abend war einfach toll. War richtig, richtig schön. Ich schmink mich jetzt ab. Das war gerade voll special. Das Lustige ist, schon als wir hierher geflogen sind am Flughafen, saß mein Freund ganz kurz alleine. Dann wurde er von seiner älteren Dame schon angesprochen. Also die haben geredet und dann hat sie ihn gefragt, ob er mir so einen Antrag machen möchte. Und er so, nein, wir sind dafür zu jung und das wäre jetzt auch ein bisschen arg schnell. Es ist kein Antrag, aber es ist trotzdem ein Ring. Wir waren gerade fischen. Ich wurde zwischendurch so seekrank. Fragt auch nicht, warum wir fischen waren. Das war nicht meine Idee. Ich bin nur als Supporter mitgekommen. Einmal und nie wieder, würde ich sagen. Wir waren halt auch so weit draußen auf dem Ozean, dass wenn wir wieder zurückgekommen wären und die wieder rausgefahren wären, das hätte sich gar nicht gelohnt. Deswegen habe ich einfach 5 Stunden durchgehalten. Ich glaube, ich bin die beste Freundin aller Zeiten. Hello, guten Morgen. Heute ist unser letzter Tag hier auf Mauritius. Ich bin echt ein bisschen traurig. Die Zeit ging wieder so schnell um. Wir waren hier einfach 10 Tage und die meiste Zeit waren wir am Strand. Da. Und auch im anderen Hotel haben wir gechillt und das hat echt gut getan. Aber heute ist nochmal was richtig Cooles geplant. Und zwar haben wir so eine Whale Expedition, heißt es. Und wir versuchen Wale zu sehen. Richtig cool, ich freue mich voll. Ich war sogar gestern angeln, also beziehungsweise ich war einfach nur dabei. Und ich war von 5 Stunden 4,5 seekrank. Also mir ging es wirklich nicht so gut. Ich hoffe, heute wird es besser. Aber da habe ich sogar auch zum ersten Mal Wale gesehen, aber wirklich auch nur so für 3 Sekunden, weil die waren voll schnell und waren dann direkt weg. Bin mal gespannt und hoffe, heute wird es anders. Also das ist für Mauritius jetzt die Wintersaison, da kann man auch Buckelwale sehen, ich glaube auch Pottwale und so. Also wir müssen einfach mal schauen. Ich finde es halt voll die krasse Möglichkeit und ich glaube, das wird eine voll schöne Erfahrung. Mal schauen, ob wir überhaupt mit denen auch schwimmen können oder so. Es ist jetzt auch kurz vor 8. Ich bin um 7 aufgestanden, also auch wieder relativ früh, weil wir müssen jetzt 2 Stunden auf die andere Seite fahren. Aber ich muss jetzt nochmal fertig packen. Wir nehmen nämlich alles mit. Ich habe hier sogar eine Unterwasserkamera. Vielleicht kommt ihr heute zum Einsatz. Okay, wir sind jetzt on our way und sind
hier auf dem Boot. Wir hoffen natürlich, dass wir Wale sehen, weil die sind natürlich trotzdem in der freien Natur und es kann immer passieren, dass man keine sieht. Aber das wäre natürlich ultra schade. Let's hope for the best. Hallo! Oh mein Gott, es war voll schön. Leider war das Wasser halt nicht so klar. Das heißt, wir sind immer zu den Walen mit dem Boot gefahren, reingesprungen und haben leider nichts gesehen, weil es halt irgendwie bewölkt war und auch zwischendurch geregnet hat. Aber es war trotzdem voll süß. Wir haben mehrere Wale gesehen. Einmal eine Mama mit ihrem Kind und dann auch noch einen anderen Wal. Und das waren übrigens Buckelwale, also richtig cool. Und so nah habe ich die noch nie gesehen. Und dann so gestern und heute direkt. Ja, richtig nice. Bin mit denen quasi getaucht. Ich habe sie zwar nicht richtig gesehen, aber gut. Gut, dass ich die Unterwasserkamera mitgenommen habe. Übrigens, das ist einfach die Kamera mit so einem Case, was ich mal gekauft habe letztes Jahr. Und ich konnte sie die ganze Zeit nicht benutzen. Ja, kleiner Fail, aber egal. War trotzdem echt eine coole Erfahrung. Und ich habe mich jetzt fertig gemacht, weil heute ist ja unser letzter Tag und wir wollten noch ein paar Aufnahmen am Strand machen. Das ist auch für ein kommendes Projekt, was aber auf jeden Fall noch dauert. Und da nehmen wir immer mal ein bisschen was auf. Oh Mann, ich bin aber echt so traurig, dass wir jetzt einmal morgen wieder weg sind. Die 10 Tage gingen so schnell und bin irgendwie ein bisschen kaputt von den Tagen jetzt. Weil wir sind gestern früh aufgestanden, heute auch relativ früh und morgen unser Flieger geht, glaube ich, um 7.50 Uhr oder so. Also müssen wir auch so um 5 aufstehen, 4. Ich weiß gerade gar nicht. Müsste noch alles planen. Naja, ich will nicht, dass der Sommer um ist. Wenn ich zurückkomme, ist, glaube ich, auch nicht mehr so gutes Wetter. Bin wirklich noch gar nicht bereit für Herbst und so. Und übrigens, ich habe auch nicht meiner Woche Geburtstag. Also wenn ihr den Vlog gesehen habt, hatte ich schon Geburtstag. Yay. Hab gar keinen los. Ja, naja, egal. Ich will mich nicht beschweren. Ich bin auch jung, aber trotzdem. Genießt sie noch ein bisschen.